Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der ZS Gloss Factory. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben wieder ein richtiges Unikat, würde ich es jetzt mal fast bezeichnen, hier die nächsten Tage. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den im Titel gelesen, um was es geht. Wir haben einen VW Golf 2 mit Turbogockelumbau bei uns. Wem jetzt Turbogockel nichts sagt, ist, glaube ich, irgendwo bei Stuttgart eine Firma, die sich spezialisiert hat auf ältere Golfs. Glaube ich, bis Golf 4, glaube ich, machen die oder auch neuere, keine Ahnung. Bin da ja nicht so drin im VW-Thema, aber wie gesagt, die machen recht heftige Umbauten. Sprich, wie jetzt bei dem hier, war mal ein Golf 2 Synchro, ist umgebaut worden auf Allrad, 4Motion. VR6 Motor drin vom Golf 3 mit einem etwas größeren Turbolader. Zeige ich euch dann später vielleicht mal noch den Motor. Das Teil hat 750 PS jetzt aktuell. Richtiger Sleeper auf jeden Fall. Und Wagen wurde da komplett eben beim Turbogockel umgebaut, also komplett die Karosserie. Die Achsteile, alles komplett neu, innen wurde alles neu gemacht, ist aber glaube ich jetzt schon ein bisschen her, wurde auch komplett neu lackiert das Fahrzeug, in Unischwarz natürlich, klar, und der Besitzer möchte das Fahrzeug jetzt einfach wieder, ja, wie soll ich sagen, bestmöglich hergerichtet haben und dann mit einer Lackbeschichtung geschützt haben, weil der fährt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn er fährt, lässt er schon, glaube ich, ganz gut krachen mit dem Teil. Ja, da haben wir auch schon das Stichwort Lackierung und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Golf 2 mal gemeinsam an und dann kann ich mal sagen, was jetzt die aktuelle Phase ist. So, jetzt habe ich ihn mal runtergefahren. Problem auf der Haube ist folgendes. Ich habe jetzt hier mal ein schönes Lackdickmessgerät. Wir halten jetzt hier mal drauf. Mhm. 78. Geht aber noch besser. 71. Ich glaube, hier weiter oben wird es noch dünner. 69. Ich habe auch schon einen Fleck mit 66 Mügler Lack, also Lackdicke gehabt. Ja, also ist schwierig, sehr, sehr schwierig, weil viel Lack ist nicht drauf, warum auch immer da der Lackierer mit dem Lack gespart hat. Heißt für uns natürlich, oder für mich in dem Fall, brutal vorsichtig sein, weil es nämlich gar keinem geholfen, wenn wir die Haube durchpolieren. Ich habe aber auf jeden Fall schon mal einen Testspot gefahren, um zu schauen, wo wir da hinkommen. Also, das ist jetzt poliert im ersten Step. Da waren wir, oder da ist der Ausgangszustand, und da kommen wir hin. Wir haben jetzt hier einen, hier sieht man eh ganz gut, einen fetteren Cut, der wird auf jeden Fall drin bleiben. Weil wir hier einfach viel zu wenig Lack noch drauf haben, um wirklich zu arbeiten. Also wir haben hier teilweise auch so Ritz drinnen, ne, die bleiben drinnen. Aber so der Grund, die Grundoptik wird auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Wir haben auch hier schon ein bisschen eingebrannte Kalkflecken und sowas, das geht alles raus. Immer unter der Devise, den nicht durchzuschleifen, den Kollegen. Und mit was habe ich poliert? Mit der Polytope Supercut 5000. Das ist schon, würde ich mal behaupten, eine Schleifpaste. So eine gröbere Feinschleifpaste würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ist jetzt nicht die allergröbste natürlich vom Polytope. Da gibt es noch die 3000 und die 2000er. Aber da, wie gesagt, auf der Haube bei dem wenigen Lack, der da drauf ist, würde ich auf keinen Fall jetzt da drüber gehen. Ich habe das poliert mit den neuen Rupes Pads, den Mittel, glaube ich, sind jetzt die gelben, also jetzt nicht die ganz groben, halt die normalen gelben Rupes Pads. Man sieht auch, wie das Pad aussieht, ne? Also da tut sich schon auch was. Und dann werde ich im zweiten Step eben mit einer reinen Finish-Paste einfach nochmal das Finish besser machen. Und mehr, glaube ich, ist jetzt hier einfach auch nicht drin. Also dass das Fahrzeug natürlich jetzt kein, also es ist kein Ausstellungsstück, ist auch klar, das Auto wird gefahren. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir hier das Beste rausbekommen und das Fahrzeug dann gut adäquat schützen. Weil wie ihr seht, da wenn nochmal was reingeht, irgendwie in Ablagerungen oder sonst irgendwas, das ist halt immer Ritt auf der Rasierklinge.
da wieder was zu polieren, zu machen. Deswegen muss da auf jeden Fall ein guter Schutz drauf. Ja, dazu gesagt, ich habe jetzt mal geguckt, auf der Haube ist es eben ganz extrem. Wie gesagt, da sind wir eben ganz dünn. Restliche Auto ist eigentlich okay. Ja, das ist teilweise haben wir oben am Dach haben wir 200 μ, auf den Türen haben wir 150 μ. Also ja, so ein Ratespiel, wo viel drauf ist. Aber man sieht auch jetzt hier, glaube ich, schon ganz gut in der Struktur des Lacks. Also der ist okay lackiert, ne, aber ein Meister, ein wahrer Meister war da jetzt ganz sicher nicht da. Aber wie gesagt, ist egal. Wir kriegen das wieder sauber ordentlich hin. Das ist auch mit Kunden so besprochen, dass wir im Rahmen des Möglichen das Maximale tun, werden wir tun. Und ja, wie gesagt, wenn wir jetzt den Lack zweistufig polieren, dann kommt eine Keramikbeschichtung drauf auf den Lack, auf die Kunststoffe. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Kunststoffteile hier, also der ganze Grill hier, die Stoßstange, wird alles beschichtet. Auch da natürlich, hat auch schon gelebt, muss man auch ganz klar sagen. Die Geschichten werden wir auch nicht wieder komplett neu hinbekommen. Aber nochmal, das Fahrzeug ist wie gesagt auch 30 Jahre alt. Ich glaube, da darf man auch mal das ein oder andere Patina-Stück haben. Das ist einfach so. Und die Felgen werden wir beschichten. Das sind schöne OZ-Felgen. Die Scheiben werden wir machen. Die Frontscheibe werden wir auf jeden Fall polieren, weil das ist noch die Originalscheibe. Da ist relativ viel Ablagerung und Scheiß drauf. Das werden wir auch noch machen. Ja, und innen, wenn man mal, also innen ist es wirklich top, ne? Also können wir vielleicht auch mal reingucken. Also ist ja auch wirklich richtig geil gemacht, ja, so ein bisschen schmutzig, das werden wir alles sauber. Also innen einfach eine leichte Innenraumreinigung machen und ja, Leder ist auch noch gut, das sieht auch super gut aus. Hier auch natürlich sequenzielles Getriebe drin. Also, ich sag's euch, ey, das ist so ein Zerstörer, das Teil. Der Kunde hat mir mal gesagt, wenn der den voll durchlädt bei Vollgas, zweiter in den dritten Gang, dann kommt hier aus dem Ballermann hier hinten schon ordentlich ja, Barbecue raus. Also richtig krasses Teil. Also wie gesagt, ich bin da gar nicht so der VW-Jünger, muss ich ganz klar sagen. Bin eh in der BMW-Ecke. Aber sowas finde ich schon mega geil, weil es einfach technisch schon krass gemacht ist. Ne? Also das ist schon echt richtig geil. Und vor allem, man sieht es, klar, man sieht es ihm schon an, natürlich, wenn man sich mal die Spuren anschaut. Also da ist schon was los, natürlich. Aber so, wenn man jetzt den irgendwo auf der Landstraße, Autobahn, ja, sieht und es nicht gleich direkt so genau anschaut, da hat, glaube ich, der ein oder andere Porsche bzw. Ferrari echt ein Problem. Ja, ansonsten, habt ihr gesehen, wird einiges zu tun sein. Wir haben noch zwei Dellen drin, in der Haube ist eine Delle und hinten über dem Tankdeckel ist noch eine Delle. Da kommt jetzt dann gleich mein Dellendock, wird die Dellen rausdrücken. Und ja, dann schmeiße ich mal den Lack ran, betet für mich, dass wir den Lack erhalten können. Und ja, ihr seid dabei, bis später. So, dann melde ich mich jetzt mal hier wieder zwischendurch beim Projekt Turbogockel Golf 2. Ja, erster Step mit der Supercut 5000, glaube ich, heißt sie, von Polytop, ging echt gut. Defekte gingen auch gut raus.
Wie gesagt, nur auf der Haube und auf dem Dach haben wir einfach teilweise richtige Rips drinnen, die ich einfach so jetzt nicht entfernen will. Einfach dahingehend auch, klar, ist jetzt ein Einschicht-Unilack. Wir haben ja teilweise nur noch 60 Mühe auf der Haube drauf. Ja, ist mir einfach zu heiß, da jetzt noch weiter runter zu gehen oder noch schärfer ranzugehen, weil man einfach trotzdem nicht weiß, was drunter ist. Und wir kriegen wirklich hier bis auf diese vereinzelten Stellen wirklich ein super Ergebnis hin. Aber trotzdem, der Lack ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil, wie gesagt, Einschicht-Unilack in schwarz. Und das jetzt hier, ein bisschen dunkler stellen, hoffentlich fokussiert, ja, genau. Also das ist jetzt hier die Lage nach dem ersten Step. Und wie gesagt, die Supercut 5000 ist jetzt schon eine Politur mit Zug, klar, aber jetzt auch keine Hardcore-Schleifpaste. Und wir sehen jetzt hier schon, wir haben schon relativ starke Schleifspuren drin. Und Haze, ne? Also das hier ist wieder so eine Stelle, da werden wir nicht viel machen können. Aber ansonsten, ja, ihr seht, da ist schon gut was an Schleifriefen drin. Ne? Mit was können wir jetzt hier diese Geschichten entfernen und einfach das Maximale an Glanz und Finish rausholen? Ich habe zuerst im zweiten Step poliert, natürlich auch wieder exzentrisch, mit der Polytop Reflex Anti-Hologramm, die lange gefahren auf einem weichen Pad, hat aber auch trotzdem Haze hinterlassen. Ne? Und bin jetzt hängen geblieben bei der guten alten Nanolex Finishing Polish. Die Finishing Polish hat den Vorteil, dass die sehr ölig ist, man sie sehr lange fahren kann, aber auch mit dieser Politur, die man wirklich sehr lange fährt, gab es Haze. Und diesen Haze nicht zu bekommen, geht im Prinzip nur in zur Hilfenahme des Optimizers. Also der Optimizer, ganz ehrlich an alle, die einen Optimizer nicht haben, bei solchen Lacken, ich sage jetzt mal fast das Wichtigste neben der Poliermaschine und den Polituren an sich, ist der Optimizer. Weil wenn er jetzt, wie gesagt, hier so ein Lack nicht ins Finish bekommt, 100%, der Optimizer, einen Sprüher aufs Pad gesprüht, dann die Politur verarbeitet, wir haben einfach ein optimales Finish danach, weil wir einfach die Politur noch länger ausfahren können, vor allem bei so ganz empfindlichen Lacken einfach nicht nochmal ein bisschen die Schleifwirkung rausnehmen, auch eine Finish-Politur schleift ja ganz, ganz wenig und das hat jetzt hier wunderbar geklappt mit der Kombi Optimizer plus Finishing Polish von Nanolex. Das wäre hier, ich habe jetzt hier schon mal einen Testbot gefahren, ne? Also hier ist noch ein Schmierer drin, den muss ich noch rausmachen. Aber ansonsten, ja, ich würde mal sagen, mehr kann man aus einem Unischwarz nicht rausholen. Ne? Das geht wirklich nur mit dieser Kombi. Nur Finishing Polish hat trotzdem Haze hinterlassen. Also da, wie gesagt, nochmal mein Tipp. Der Optimizer gehört für mich zu den Must-Have-Produkten, die man einfach haben muss, weil er einem wirklich sehr, sehr oft wirklich den Hintern retten kann. Vor allem bei so Geschichten würde ich jetzt nicht wissen, wie ich anderweitig auf das Ergebnis komme. Sag ich ja ganz ehrlich, weil wenn die mildeste Finishing-Politur trotzdem noch irgendwo Spuren hinterlässt, wird es schwierig, da irgendwie was anderes zu machen. Und ja, so funktioniert es aber sehr, sehr gut. Glanzmäßig, sage ich ganz ehrlich, der wird übel ausschauen. Also ich finde es auch nur so schade, dass der so schlecht lackiert ist, weil der wirklich teilweise echt eine bessere Lackierung verdient hätte. Also die Lackierung, ja, ist, wenn ich eine Schulnote geben müsste, wäre es eine 4, gute 4 vielleicht, weil teilweise wirklich sehr wellig lackiert wurde, wirklich Orangenhaut, Strukturen drin ist, dass es knallt. Ja, also wenn der noch ein bisschen besser lackiert worden wäre, dann jetzt dann nach unserer Arbeit, der würde richtig eskalieren vom Lack, wirklich krass. So wird es auch richtig gut werden, aber ja, eine Tick bessere Lackierung, wenn er bekommen hätte, wäre es nochmal ein Stück krasser geworden. Ja, so jetzt mal zum Vorgang, wie wir hier zum Ergebnis kommen, wollt ihr auch mal ein bisschen wissen, glaube ich. Und ja, wird auf jeden Fall krass werden. Ich melde mich wieder, wenn ich mit dem Polieren fertig bin und dann bis dann.
So, zurück hier beim Turboguckel Golf 2. Ja, Polierarbeiten sind jetzt soweit abgeschlossen. Habe ich ja vorher schon gesagt, wie wir da vorgegangen sind. Ja, jetzt habe ich den Wagen auch soweit schon entfettet. Zum Entfetten, ganz wichtiges Thema. Unischwarzer Lack, sehr empfindlich. Ohne Klarlack, wisst ihr selber, ist jetzt auch sehr, sehr schwierig, den zu entfetten. Zumindest kratzfrei zu entfetten. Da auch wieder ein kleiner Tipp von meiner Seite. Das neue Nanolex X mit der neuen Formel. Warum? Weil das Nanolex X in der neuesten Version keine IPA-Bestandteile mehr hat und diese IPA-Bestandteile meistens oder sehr oft zumindest den Lack eben ein bisschen anlösen und dann eben, wenn man das entfettet, eben dann diese IPA-Kratzer verursacht. Jetzt könnte man sagen, gut, man nimmt da jetzt zum Beispiel Capro Essence her oder Geon Primer, um da so eine Zwischenschicht zu machen. Geht, aber ist meistens auch immer mit Einbußen bei der Standzeit der Beschichtung zu rechnen oder einzukalkulieren. Und von daher, mit dem geht es echt super gut. Ist ein bisschen öliger, ist ein bisschen anders wie die meisten Entfetter, aber kann man wirklich gut lange drauf stehen lassen, zieht super schön ab und entfettet wieder richtig, richtig gut. Also ihr könnt es mal gucken, hier auf der Tür. Also da ist schon entfettet. Ja, ich hoffe, ihr seht es jetzt einigermaßen. Also das sieht wirklich gut aus, ohne neue IPA-Kratzer und so ist eben am ganzen Fahrzeug. Ja, gestern habe ich dann noch die Felgen geschichtet, die schönen OZ-Felgen. Die haben eine Schicht SE3D bekommen von Nanolex. Die Scheibe habe ich poliert, habt ihr gestern auch gesehen, mit dem Filzpad von Sonax und der Sonax Glass Polish. Ging auch gut. Die Scheibe ist jetzt wenigstens wieder sauber. Die ist zwar übel verkratzt, ne, da ist auch ein bisschen besser geworden, aber viel geht halt einfach nicht, weil einfach Glas, wenn verkratzt ist, wisst ihr selber, das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Aber ist zumindest jetzt wieder gut sauber. Die bekommt dann später noch eine Schicht Ultraglas, Scheibenbeschichtung. Und für den Lack, da habe ich mich entschieden wieder für den Klassiker. Wie gesagt, auf den Felgen ist es schon drauf. Das klassische Nanolex SE3D Keramik-Coating hat einfach den Grund. War am Anfang sogar im Überlegen, was hier mit Wachs zu machen, weil das Fahrzeug jetzt ja nicht so viel gefahren wird, aber ja, ihr seht das Auto selber, wenn gefahren wird, dann wird eben ordentlich gefahren und da ist dann, wie gesagt, eine Keramikbeschichtung einfach doch nochmal ein bisschen beständiger oder deutlich beständiger wie jetzt ein Wachs und der Kunde hat einfach jetzt seine Ruhe und die Stabilität ist da jetzt ausreichend. Also man muss es da nicht übertreiben, Gummi oder sowas würde ich da jetzt nicht drauf machen, das ist auch hier auch nicht gewünscht, sondern einfach, wie gesagt, eine gute Keramikbeschichtung und da finde ich das SE3D super, zumal das SE3D aus meiner Erfahrung raus zumindest auch nicht ganz so aggressiv von den Lösemitteln her ist. Das HD zum Beispiel ist ja mehr oder weniger bekannt, dass es sehr aggressive Lösemittel hat und das HD, glaube ich, würde jetzt hier auf dem Lack, glaube ich, ein bisschen mehr Schwierigkeiten machen. Deswegen nehmen wir jetzt die normale SE3D-Variante, die reicht auch locker aus, um das Fahrzeug wirklich langfristig zu schützen, weil das, wie gesagt, nicht so viel gefahren wird und wir können eben auch hier auf die Kunststoffteile überall das applizieren und ja, wird, denke ich, auf jeden Fall gut werden. Also der scheppert jetzt schon brutal, ja, wie gesagt, wenn er halt ein bisschen besser lackiert worden wäre, dann würde es noch ein bisschen mehr scheppern, aber gut, ist so wie es ist. Ich beschichte jetzt den Lack mit SE3D, nehme euch mit.
So, zurück hier beim Golf. Ja, SI 3D ist jetzt drauf. Ging soweit auch gut. War okay. Konnten wir gut applizieren mit dem Sweat-Tuch. Neue Tücher, das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp für Unischwarz. Nehmt da zum Abtrag immer neue Tücher. Minimiert einfach auch nochmal das Risiko, hier neue Sachen reinzufahren. Und ja, Fahrzeug glänzt jetzt schon brutal gut. Ne? Also hat er auch vor dem Coating schon. Hoffe, dass wir, also heute ist es nicht so schön, aber morgen glaube ich, morgen soll es wieder besser werden, dass wir einen richtig schönen Sonnenspot erwischen, dass wir hier mal richtig schöne Finishbilder bekommen. Und ja, die Kunststoffleisten hier habe ich jetzt auch beschichtet. Da, wie gesagt, die sind schon ziemlich fertig. Ging aber auf jeden Fall trotzdem noch ganz gut, dass die wieder wirklich eine schöne, matte Oberfläche bekommen. Der Grill hier ist neu, glaube ich, hat mir der Kunde erzählt. Den haben wir natürlich auch beschichtet. Also alles, was jetzt hier geht, ist gemacht worden. Die Felgen habe ich gestern Abend schon gemacht. Die schönen OZ-Räder, die haben wir schon beschichtet. Ultraglas habe ich jetzt auch aufgetragen auf die Scheiben überall rundherum. Und ja, soweit ist der Golf jetzt auch fertig. War auf jeden Fall ein mega spannendes Projekt. Ist auch das Schöne einfach an dem Job, dass man einfach auch mal sowas da hat, was einfach wirklich ganz speziell ist. Ist wirklich unfassbar faszinierendes Auto. Also ich habe mir jetzt die Tage auch gedacht, wie ich jetzt hier gearbeitet habe, ist eigentlich echt wahnsinnig imposant, aus so einer Basis sowas zu machen, ist schon echt, echt krass. Hier wirklich da ein 750 PS Monster draus zu zaubern mit dem Motor, mit dem Lader. Auch die Technik, Umbau auf 4Motion, also auf Allradantrieb, sequenzielles Getriebe. Also echt richtig krass. Also muss ich echt sagen, war auf jeden Fall spannend und hat Spaß gemacht. Klar, die Lackierung, hab's ja schon ein paar Mal gesagt, war jetzt nicht top oder ist nicht top. Hätte man besser machen können, ist jetzt so wie es ist. Warum man da nicht einfach noch eine Klarlackschicht draufzieht, weiß ich auch nicht. Gut, ist jetzt so wie es ist. Haben, denke ich, das Beste draus gemacht und der steht wirklich wieder extrem gut da. Also es wird trotzdem sehr, sehr schwierig, das Fahrzeug gut nachzupflegen. Ich werde es dem Kunden auch nochmal sagen, wie er vielleicht hier optimal nachpflegen kann. Aber das sage ich auch ganz ehrlich. Unlack, Einschicht, Farblack, dauerhaft kratzfrei zu halten, wird sehr, sehr schwierig. Auch wenn da jetzt ein Coating drauf ist, muss man wirklich extrem aufpassen. Dem Fahrzeug kommt so gut, dass es wirklich sehr wenig gefahren wird, dass es wirklich sonst viel steht. Und denke ich, dass wir trotzdem hier das sehr, sehr gute Lackbild, was wir jetzt hier erzielt haben, trotzdem relativ lange erhalten können. Ja, ansonsten, wie gesagt, Defektkorrektur habt ihr gesehen, Lack sieht wirklich mega gut aus. Ein paar heftigere Rits, vor allem am Dach. Also Dach finde ich, weiß auch nicht, da ist entweder was drüber gelaufen oder irgendwas. Da haben wir noch ein paar mehr Spuren drin. Konnten wir jetzt nicht alles rausziehen. Ansonsten, wie gesagt, bis auf die Haube, da noch ein, zwei Fahrer drinnen. Ansonsten ist es wirklich wieder sehr, sehr gutes Lackbild. Und ja, wie es aussieht in der Sonne, seht ihr jetzt dann gleich in den Finish-Bildern. Und ja, war auf jeden Fall ein mega Projekt. Ich hoffe, wir haben ein paar VW-Freunde hier auch mal glücklich gemacht mit einem Turbogockel-Umbau. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Frage habt zu dem Thema, zu dem Vlog generell, zum Thema Unischwarz, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin da jetzt nicht immer mega schnell dabei, aber wenn ich Zeit habe, schaue ich trotzdem mal rein und schaue, dass ich die Fragen dann doch immer beantworte recht zügig. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hier aus der Close Factory. Ciao. Servus.